Oh, Schwarte! Kannst du glauben, sind die Geschichten von Ringel, sie sind so wunderbar. Abenteuer hat er uns zu berichten, hört gut her, sie sind alle wahr. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Raluva. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Gibt es ein Geheimnis zu entdecken, dann ist Ringel sogleich dabei. Oh, Schwarte! Auch ein Hindernis kann ihn nicht erschrecken, Ringel ist unser Sonnenschein. Siehst du seine Augen aufblitzen, fällt ihm wieder was Neues ein. Ringel hat den Schalk im Nacken sitzen, er kann ihm da schon böse sein. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Alufarm. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Oh, Schwarte! Unsere Freunde sind am Träumen von Abenteuern, die sind famos. Sie ziehen aus, um nichts zu versäumen. Oh, Schwarte! Unseren Freunden ist immer was los. Ach, was duftet lieblicher als Rosen am frühen Morgen? Nein, nicht halt! Sag ihnen, sie sollen aufhören, Opa. Ich vermute mal, Rosa, du sprichst von deinen Brüdern, was? Hallöchen, Opa. Hallöchen, Opa. Rosa soll mal unser neues Haustier sehen. Sein Name ist Käfi. Oh, niedlich, hübscher kleiner Kerl. Aber Opa... Käfer sind gar nicht so schlimm, wie du denkst, Rosa. Glaub mir, es gibt viele nützliche Käfer hier in meinem Garten. Wo? Und unser junger Freund Hörnchen war auch mal ein Käfer. Was? Was? Was denn? Onkel Hörnchen war wirklich ein Käfer? Hab ich euch das noch nicht erzählt? Er war sogar ein ganz hübscher Käfer. Was denn für einer? War er schön eklig? Und wieso war er ein Käfer? Ich werde euch die Geschichte nachher erzählen, wenn ich mit dem Unkraut jeden fertig bin. Hoffentlich bin ich dann nicht zu müde. Wir helfen dir, Opa. Hier, halt Käfi so lange. Du ruhst dich aus, Opa. Schön. Also nettere Enkelkinder kann man sich gar nicht vorstellen. Mal sehen. Ich war noch ein Jungschwein auf dem Raluhof und es war ein schöner, warmer Sommertag. Ich machte meine Arbeit auf dem Hof und beeilte mich, fertig zu werden. Ich wollte ja mit meinen Freunden spielen. Plötzlich passierte es. Hilfe, ich werde angegriffen! Käferattacke! Lass mich in Ruhe, weg! Verschwindet, weg! Vorsicht mit den Feen, mein Sohn. Feen? Aber das sind doch bloß Käferpups. Ja, vielleicht. Es könnten Käfer sein, aber vielleicht sind es auch verkleidete Feen. Eine Fee könnte nie so hässlich sein, Pups. Vorsicht! Beleidigungen mögen sie ganz und gar nicht. Sonst verwandeln sie dich nämlich auch in einen Käfer. Autsch! Feen machen wundersame Dinge. Du willst mir wohl einen Bären aufbinden. Oder? Ha, hör auf, die Hühner zu füttern, Ringel. Geh spielen. Das Federvieh ist fett genug. Danke, Paps. Bis nachher, Mami. Musst du denn dem Jungen immer so komische Geschichten erzählen? Keine Sorge, Schatz. So etwas glaubt unser kleiner Ringel doch nicht nie im Leben. Oh, Schwarte. Das muss ich sofort Hörnchen erzählen. Okay, Mitschafe, hör zu. Heute laufen wir nicht nur ziellos durch die Gegend. Heute hat unser Herumgelaufe einen Sinn. Ich erzähle euch was über den Ort, den wir Heimat nennen. Unser Zuhause. Das hier ist die Stadt. Ein aufregendes Fleckchen Erde. Hier ist es wild, wild und spannend. Spürt ihr das? Hä? Könnt ihr das spüren?
Spür hier wenigstens euren Herzschlag. Schön, das ist wohl sowas wie ein Vielleicht. Wow, hey, das müsst ihr doch vorher ansagen. Wow. Alles hört auf mein Kommando. Folgt mir einfach. Ja. Hörnchen! Los, komm runter. Ich muss dir was erzählen. Augenblick, Ringel. Bin gleich da, ich fliege. Guten Morgen, mein Sohn. Kann ich draußen mit Ringel spielen? Wir sind heute zum Mittagessen mit Tante Wacka verabredet, aber wir haben noch einige Stunden Zeit. Also geh ruhig mit deinem Freund spielen. Super, danke, Papa. Hey, willst du die hier nicht mitnehmen? Oh, deine Taschenuhr? Ist das dein Ernst? Aber sei pünktlich zum Mittag wieder hier, Miro. Garantiert, das verspreche ich dir. Ich werde gut auf deine Uhr aufpassen, Papa. Indianer-Ehrenwort. Nun mach schon, Hörnchen. Mensch, Ringel, musst du so laut schreien? Ich stehe doch direkt neben dir. Na dann los, aber ich muss zum... Nein! Was denn? Hast du den Käfer erwischt? Natürlich habe ich das. Oh nein! Den können wir vergessen. Was soll das? Das ist doch nur ein Käfer. Nein, das ist kein Käfer. Mein Papa sagt, dass Feen sich manchmal in Käfer verwandeln. Willst du damit sagen, dass das eine Fee gewesen ist? Oh nein. Was glaubst du, was jetzt mit mir passiert? Naja, manchmal verwandeln uns die Feen auch in Käfer, wenn sie wütend auf uns sind. Oh, und meinst du, die ist wütend auf mich? Ich habe keine Ahnung. Mal sehen, was Entje davon hält. Gute Idee, Ringel. Und? Was meinst du, Entje? Werden die Feen mich in einen Käfer verwandeln? In einen Käfer? Lass mich nachdenken. Das ist knifflig. Nein, auf gar keinen Fall. Sicher? Dann kann mir also nichts passieren? Natürlich nicht. Käfer sind keine Feen. Dein Vater hat dich verschaukelt. Glaub mir, Ringel. Ach so. Das wusste ich doch die ganze Zeit. So, so. Und warum hast du es mir da nicht gesagt, Ringel? Na los, kommt. Wir spielen Verstecken. Ich bin dran. Wir spielen, ich bin ein großer Gorilla, der nach den Tieren sucht, die sich im Dschungel verstecken. Los, versteckt euch! Ich habe in der Gorillasprache schon bis 50 gezählt. Der findet uns nie. Er hat mich nicht gesehen. Oh. Verschwinde, du hässlicher Käfer. Hau ab, du bist wirklich potthässlich. Oh nein. Ich meine, tut mir leid, lieber Feenkäfer. Ich hab's nicht so gemeint. Sie sind kein bisschen hässlich. Bitte verwandeln Sie mich nicht in einen Käfer. Ich hasse Käfer. Ich könnte meinen eigenen Anblick nicht ertragen. Und Papa wäre ganz traurig, wenn ich ein Käfer wäre und... Oh, Papa! Tante Wacka! Ach du großer Ochsenschwanz, ich komme zu spät! Ringel!
Antje, ich muss los. Weiß ich doch nicht. Vielleicht hinter der Mauer. Ich such bei den Bäumen. Hörnchen! Wo steckst du denn? Don Toros Taschenuhr. Hörnchen würde die nie liegen lassen. Hörnchen? Bist du das? Das gibt's nicht. Du bist es! Und? Hast du ihn gefunden? Nein! Hey, du hast sie wohl nicht mehr alle, hm? Tut mir leid, Antje, aber ich musste Hörnchens Leben retten. Was? Wovon redest du, Ringel? Die Feenentje. Sie haben Hörnchen in einen Käfer verwandelt. Das war ein starker Witz, Ringel. Das ist die beste Verklapsung, die du und Hörnchen je versucht haben. Das ist keine Verklapsung. Hier, darunter habe ich ihn gefunden. Don Toros Taschenuhr? Aber Hörnchen würde sie niemals... Er würde eher... Aber das heißt ja... Oh, Hörnchen! Ah, du bist ein Käfer! Und was sollen wir jetzt machen? Sag schon! Lass mich nachdenken, Ringel? Ich habe zu Hause ein Buch über Feen. Das hole ich schnell. Inzwischen nimmst du Hörnchen mit nach Hause und gibst ihm was zu futtern. Sehr gut. Und dann treffen wir uns wieder hier. Aber schnell. Klärchen. Gut. Keine Sorge, Hörnchen. Es wird alles wieder gut, glaub mir. Also, Brüder und Schwestern, jeder sucht sich einen Platz, von dem aus er mich gut sehen kann. Ich weiß, die Stadt hat euch völlig kalt gelassen. Filme, Radio, Hochspannungsleitungen und so weiter. Ganz offensichtlich wollt ihr lieber was Geschichtliches. Das sollt ihr haben. Seht euch mal diese schöne Mauer an. Die haben die Römer gebaut. Und diese Römer waren voller Geschichte. Die standen auf Steine. Die machten alles aus Steinen. Sogar Servietten. Das, liebe Freunde, führte dann zum Untergang des Römischen Reiches. Die Römer kamen her und eroberten dieses Land. Dann schmissen sie eine Party und hatten lauter Ketchup im Gesicht. Und als sie dann versuchten, sich ihre Gesichter mit den Steinservietten sauber zu mischen, klonk, bum, bum, pff, aus, Ende. Au! Oh, lass doch die Kamera in Ruhe, Fussel. Och, jetzt komm schon, Hörnchen, iss was. Ich weiß doch, dass du Käse liebst. Ich hasse ihn, aber du kriegst nie genug davon. Diese verflixten Käfer fressen mir noch den ganzen Garten auf. Ich werde die Hühner auf sie loslassen. Hallo, junger Mann. Wie ich sehe, hast du dir was zu essen gemacht? Oh ja, das hab ich. Käse! Köstlich. Ringel, ist alles in Ordnung? Ringel! Entschuldige bitte, Mami. Hast du wieder in diesem pieksenden Heu gespielt? Ja, du sagst es. Mich juckt alles vom Heu. Na dann,
Marsch ab in die Badewanne, junger Mann. Ein Badhörnchen, ich habe extra für dich gebadet. Nochmal versteckst du dich nicht unter meinem Pulli. Ringel! Warte mal, Söhnchen. Mutter hat gesagt, dass du heute so einen Juckreiz hast. Geht es dir denn wieder besser? Mhm. Ich habe hier eine Salbe, die wird dir helfen. Hm. Na ja, sie riecht nicht besonders, aber die Kühe kratzen sich danach nicht mehr. Sie wirkt wahre Wunder. Und heute wird nicht mehr im Heu gespielt, Söhnchen. Hä? Verstanden? Wir müssen dich schnell wieder zurückverwandeln, Hörnchen. Ist das klar? Igitt, Opa, du hattest Hörnchen wirklich die ganze Zeit im Mund? Da kannst du Käfer ja auch in deinen Mund stecken, Opa. Nein, danke, Kinder. Das mache ich garantiert nicht nochmal. Und jetzt zurück zu meiner Geschichte. Eine Klärgrube. Vielleicht solltest du mal ein Bad nehmen. Ach, vergiss es doch, Entchen. Was machen wir denn jetzt mit Hörnchen? Es muss ihm wirklich rinsmiserabel gehen. Er hat noch nicht mal Käse gegessen. Hörnchen! Hörnchen! Ich kann euch sagen, es ist wirklich faszinierend, wie schnell und wie weit man rennen kann, wenn man glaubt, dass einem der beste Freund davonfliegt. Erwischt. Och, Ringel, was willst du jetzt Don Toro sagen? Ich? Du hast mich doch umgeworfen. Aber das Huhn deiner Mutter hat ihn gefressen. Aber du solltest doch die Hühner festhalten. Und du solltest Hörnchen festhalten, das war deine Aufgabe. Ringel, vielleicht sollten wir es ihm beide sagen. Na schön, Entchen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Buenos noches, niños. Hallo? Sucht ihr meinen Sohn? Nö. Wir wissen, wo er ist. Tatsächlich? Er ist leider in einem Huhn. Wir wollten ihn retten. Ehrlich. Aber das verfressene Huhn hat ihn mir aus der Hand gepickt. Oh,
Gefressen? Von Hühnern? Mein geliebter Sohn, wie konnte das passieren? Die Feen sind schuld. Sie haben ihn in einen Käfer verwandelt. Wir haben ihn damit gefunden. Es tut uns ja so leid. Manometer, ihr habt sie gefunden. Hörnchen? Hörnchen! Ihr habt die Uhr gefunden. Oh, danke. Ich dachte, ich hätte sie für immer verloren. Ich habe mir den ganzen Tag über bei Tante Bakka Sorgen gemacht. Sie hatte einen riesigen Schokoladenkuchen und ich konnte nur 2 Stück davon essen. Oh. Hier, Papa. Es tut mir ganz doll leid. Ist schon gut. Sowas kann passieren, Miiro. Pass das nächste Mal besser auf. Eins ist noch wichtiger. Eins darfst du nie vergessen. Lass deine Freunde wissen, wo du hingehst. Sie machen sich auch Sorgen um dich. Hab verstanden, Papa. Danke, dass ihr die Uhr gefunden habt, Freunde, und dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Ihr seid die besten Freunde auf der ganzen Welt. Wow! Das war ja eine super starke Geschichte, Opa. Hm? Und sie war gerade lang genug, damit ihr mit dem Jäten fertig werdet. Hey, was machst du denn da, Rosa? Das ist unser Käfer. Warum hast du ihn rausgelassen? Käfer sollten frei sein. Außerdem sah Käfi hungrig aus. Wir haben ihn gerade gefüttert. Ja, mit ganz viel Salat. Tja, jetzt kann er als Nachtisch den Salat von Opa essen. Mein Salat? Seht euch den kleinen Kerl an. Der haut ja rein. Mit dem gesunden Appetit kann das nur Hörnchen sein.